Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, was ich mir rausgesucht habe. Tomb Raider Lara Croft Adventures of Lara Croft spiele ich heute. Ich wollte ursprünglich Tomb Raider 2 spielen, das hat aber da nicht geklappt bei der Dreamcast. Somit habe ich noch die PlayStation-Version von Tomb Raider 3 und ich würde auch sagen, wir fangen auch gleich mal an. Sowohl einige Einstellungen und sowas habe ich auch schon vorgenommen gehabt. Beginnen wir das ganze Abenteuer. Ich habe zwar schon einen Speicherstand zum Testen, ob alles läuft. Und es hat gelaufen. Und deswegen starte ich das Ganze jetzt auch mal. Also ich bin sehr froh, dass ich dieses Projekt rausgesucht habe. Vor 2 Jahren vorgehabt, als ich die PC-Version davon gekauft habe, aber ja, ich habe mich doch entschlossen, das mal auf der Konsole zu spielen. Schon allein das Gefühl, wieder auf der Konsole zu haben, ist einfach toll. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen hier auch gleich mal an. So. Möchte nicht zu laut, dass es in meinen Ohren durchbläst. Ich hoffe, es ist nicht zu laut bei euch. Starten wir das. Los geht's. Enttäusch mich nicht, Lara. Also ich weiß auf jeden Fall, dass in der PC-Version, zumindest war das da, dass hier oben irgendwas war. Ich selber habe hier beim Testen nichts gefunden, aber ich will hier doch nochmal alles abchecken. Ich weiß nicht, wofür das jetzt gut sein soll und vor allen Dingen, warum der Affe hier oben ist. Ich weiß nur, dass es da unten tief runter geht. Und ich weiß auch nicht, warum ich nicht runtergucken kann. Ach so, mit der Taste. Okay, das sieht sehr gefährlich aus. So, ich weiß, dass hier noch irgendwo Medipacks oder sowas sind. Die hole ich mir lieber mal. Wo bleibt der Stein? Hallo? Kommt der heute noch? Oder nicht? Jetzt. Gut. Dann, nimm noch mal. Das kann man gut gebrauchen, sonst sehen wir irgendwann alt aus, wenn wir kein Medipack haben. Und da sind Streichhölzer, die können uns in dunklen Höhlen gut helfen. Und weiter geht's. Diese Stelle, die mag ich eigentlich nicht, weil wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich nicht verstanden habe, warum die Kamera da so komisch ist. Zumindest im nächsten Moment siehst du Stacheln und du kriegst die Panik. Zumindest war es bei mir der Fall. Wie es bei euch war, weiß ich ja nicht. Oh, eine schöne Melodie kommt jetzt. Finde ich toll, die Tomb Raider Melodie. Die ist so schön gemacht, so schön komponiert. Einfach toll. Einfach toll. So, genau so mache ich das immer. Also wenn ich es kann. Wenn nicht, dann gehe ich einfach rüber und hole mir das einfach. Denn hier sind noch ein paar Sachen, die könnten man gut gebrauchen. Und dann wieder zurück. Ganz simpel, ganz einfach. So, wir haben gerade übrigens einen Speicherstein gefunden, also Speicherkristall. Den können wir nutzen, wann wir wollen. Allerdings kann man hier nur begrenzt speichern und das ist mehr in den Todesfall gedacht. Dass man, wenn man irgendwo stirbt, dann nicht wieder von vorne beginnen sollte. Ich würde mal sagen, unsere Energie ist doch noch so fast voll. Was haben wir denn hier? Wir haben hier 4x Streichhölzer. Nee, das sind... Was ist das denn? Ach so, Patronen. Hier sind die Streichhölzer. Ja gut, dann haben wir Patronen gefunden. Damit habe ich das wohl verwechselt. Ist aber, denke ich mal, nicht so schlimm. Ja, sollte ich jetzt hier speichern? Ich weiß nicht. Für diesen kleinen Schritt, den können wir eigentlich, falls wir wieder rumfallen, nochmal wiederholen. Das war jetzt kein großes Drama. Das größte Drama kommt noch. Ich glaube, das beginnt schon hier.
müsste hier beginnen. Ich weiß es gar nicht. Hier sind auch ein paar Affen, die man komischerweise anvisieren kann. Ob die jetzt für einen so groß gefährlich sind, weiß ich nicht. Ah, ich weiß, wo ich den Stein aktiviere. Bei einer Stelle, wo ich oft faile. Oder besser gesagt, nachdem ich das geschärft habe, will ich mal doch lieber speichern. Danach wird es nämlich auch etwas krasser, aber noch nicht zu krass. So lange gespielt habe ich Lara Croft eigentlich nicht. Tomb Raider 2 kenne ich eher als wie Tomb Raider 3. Tomb Raider 3 habe ich angespielt. Ich bin nie dazu gekommen, wirklich das zu spielen. Hier in diesem Let's Play soll sich das ändern. Ich hoffe, dass ich das auch hinkriege. Und, ja, ich denke mal, das wird auch noch, wird auch noch alles klappen. So. Ich hoffe, ich komme jetzt mit der Zeit mit, weil ich jetzt gerade wirklich nicht auf die Uhr geachtet habe. Ich habe einfach nur losgestartet. Ich wollte unbedingt dieses Projekt anfangen. Oh Mann. Die anderen Projekte kommen auch noch. Warum ich natürlich mich entschieden habe, Tomb Raider zu spielen. Viele würden jetzt sagen, das ist ja kein Sega-Spiel. Aber lasst mal das mit Sega aus, denn Tomb Raider 2 und 3 und 1? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Ich glaube, bis 3 oder 4, ich weiß es gar nicht. Kam dieses Spiel auch auf der Dreamcast, deswegen ich ja eigentlich Tomb Raider 2 geplant habe. Aber da Tomb Raider 3 eigentlich auch ein gutes Spiel ist und ich euch Tomb Raider-Fans jetzt nicht liegen lassen wollte, habe ich mich entschlossen, die PlayStation-Version rauszukramen. Was ja eigentlich bis jetzt geglückt hat. So, diese Stelle mag ich echt nicht. Obwohl es sehr einfach ist. Aber wenn man hier Tasten verwechselt, dann kann das ins Auge gehen, wie ihr gesehen habt. So, gleich werde ich meinen ersten Speicherkristall opfern. Mal diese Stöhnerei hier, ehrlich. Okay, dann fahren wir mal mit der Gondel. Okay, war jetzt keine so große Schwierigkeit, finde ich. Aber gleich sollte ich mich bewaffnen. Und nicht nur das, ich werde jetzt auch meinen ersten Safe-Kristall opfern. Und ich glaube, ich sollte mir etwas... Sollte ich jetzt Energie einsetzen? Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt für einen Löwen. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt ein... Ach, was heißt Löwe? Tiger. Ich sollte sie nicht verwechseln. Aber ich weiß, dass er kommt und dass man hier wenig Bahn, freie Bahn hat. So, erstmal die Sicht einsetzen. Ja, ich mache alles etwas geschickter. Okay, das war jetzt ziemlich richtig blöd. Ich dachte, ich käme vielleicht so einfacher und schneller. Aber jetzt ist es gar nicht so verkehrt, ein Medipack zu nehmen. Das ist mir sonst riskant. Aber ich habe ja extra geguckt, weil ich hiervon ja einen noch gefunden habe, dass wir den nehmen. So haben wir nämlich volle Energie. Das ist positiv, würde ich mal sagen. So, jetzt muss ich erstmal überlegen. Schaue ich mich erstmal hier um, ob hier irgendwas versteckt ist. Weil manchmal verstecken sie viele Items auch in Orten. Und der Affe, der kommt mir jetzt ein bisschen zu nah. Geh weg! Scheint wohl so ein Fan von Tomb Raider zu sein, dass er gar nicht mehr ohne sie sein kann. Aber der sollte bedenken, sie kann auch schießen. Pistolen hat sie komischerweise immer. Das heißt, komischerweise, sie hat es halt immer. Und die Patronen scheinen auch so gut wie nie leer zu gehen. Und wofür ist dieser Stein? Das will ich mir jetzt genau angucken. Ist hier irgendwas? Da oben kann ich nichts machen.
Ach komm. Wir brauchen eigentlich auch gar nicht die eine Leiter dazu nutzen. Also, diese komische Steintreppe. Das ist völlig unnötig. Hier ist aber nix. Oder? Soll das einfach nur zu Dekozwecken gebaut sein, dann sehr gut raffiniert aufgebaut. Man könnte echt denken, da wäre vielleicht noch irgendwas versteckt da oben, aber da kommt man noch viel zu leicht hoch. Auch hier alles nur Deko wahrscheinlich. Das ist dabei nicht so schlimm. Ja gut, ich glaube nicht, dass hier jetzt groß noch was ist. Sollte ich hier vielleicht was vergessen haben und ihr kennt euch damit aus, könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Mal sehen, ob ich vielleicht nochmal dazu kommen sollte, je nachdem. Na gut, es wäre jetzt auch cleverer gewesen, den Kristall hier zu nutzen. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich habe ja noch einen und einen krieg ich noch. Aber war das jetzt wirklich so nötig? Dass ich den jetzt geopfert habe dafür? Jetzt bin ich selber in Rätseln gekommen. So, jetzt schnell erstmal hier. Bis hierhin weiß ich noch so gut wie alles. Ich weiß, dass hier noch ein paar Tiger rumlaufen. Die könnten auch eine große Gefahr sein. Aber erstmal kommt einer und dann kommt der andere nach. Das heißt, wir können beide einzeln abschießen. Ja, schön. Nee, ich würde erstmal die zwei Tiger hier kalt machen, bevor ich den Kristall opfere. Das ist mir lieber. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich draufgehen könnte. Nee, nicht unbedingt. Die Tiger, die sind nicht so gefährlich. Vor allen Dingen den ersten kann man ja schon von weit aus entfernen und kaputt machen. Der erste ist ja fast gar nichts. Ist jetzt? Und der zweite müsste aber auch kommen. Die Frage ist, wann? Komm. Klappt doch. Und ich weiß, dass hier auch nochmal ein Kristall zu finden ist. Aber wir haben jetzt wirklich nichts verloren. Das ist top. Klasse. Da habe ich mich diesmal wirklich gut angestellt. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe eigentlich bei mir extrem leise gestellt. Ich höre so gut wie fast gar nichts. Aber ein bisschen höre ich schon. Deswegen hoffe ich, dass man mich noch versteht bei dieser Musik. Aber irgendwo muss hier noch ein Affe sein. Den will ich nämlich nicht auf dem Weg begegnen. Ja. Erstmal wieder mit PlayStation klarkommen. Ja, Controller sind alle damals verschieden gewesen, sind sie heute ja immer noch. Ja, so ist es nicht. So, hier ist ebenfalls eine Gefahr, auf die ich mich vorbereiten möchte. Klar ist hier jetzt ein Speicherkristall, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Denn sobald wir den hier kriegen, kommt da oben was hergeschossen. Wow. Also bei meinen Proben habe ich das natürlich nicht so gut geschafft. Dass ich da noch volle Energie habe, das wundert mich. So, aber in meinen Proben habe ich mich auch hier umgesehen und ich weiß, dass hier was ist. Und ich würde sagen, ich hole mir das erst und dann opfere ich den nächsten Speicherkristall. Bis jetzt haben wir ein bisschen noch keinen großen vonnöten gebraucht. Aber es ist nicht verkehrt. Es kann immer noch was passieren, weil ich weiß, an bestimmten Stellen bin ich selber
damals nicht weitergekommen. Das wird also, wie gesagt, ein spannendes Let's Play-Projekt für mich sein. Aber nichtsdestotrotz lasse ich meine Lara Croft-Fans ja nicht einfach hängen. Ich meine, Sega hatte damals Tomb Raider auch in ihr Spielesystem eingefügt und das ist halt ganz klar. Aber bevor ich der Speicherkristall opfere, will ich erstmal hier den Affen opfern. Und da ist der nächste Kristall. Die haben ja schon alles fair eingestellt, muss man zugeben. Jetzt muss ich gucken, zoomen. Ja, wunderbar. Okay. Opfere ich doch jetzt einfach mal den zweiten Kristall. Okay. Aber jetzt brauche ich erstmal die Waffen nicht, denn jetzt kommen wir zu einer Kletterpassage. Und da bin ich nicht so begeistert von, obwohl es so simpel ist. Ich habe auch früher immer gedacht, wofür ist dieses komische Tor hier offen, wenn da Stacheln sind? Bei Stacheln tut man sich doch weh. Nein, nicht unbedingt. Und zwar müssen wir hier eigentlich nur rüberschleichen. Ich weiß zwar nicht, warum das geht, aber es geht. Und da oben ist ein Tiger, wie ich gesehen habe. Den habe ich beim Test gar nicht gesehen gehabt. Schon irre, was man hier so entdeckt. Okay. Guck mal, ich kann nicht nach vorne gucken. Okay, da muss ich aus Gefühl springen. Ah. Und ein kleines Medipack. Das ist doch mal was Feines. Also, das nenne ich Fairness. Für Leute, für Anfänger, gar nicht so verkehrt. Ich weiß es gar nicht. Können wir jetzt... Nee, ich glaube, wir müssen uns hier dranhängen. Genau. Wir müssen uns irgendwo rüberschwingen. Ich glaube, auf die andere Seite, wenn ich mich nicht täusche, ist hier noch irgendwo eine... Genau. Weil wenn wir jetzt rüberklettern würden, würden wir direkt auf die andere Seite kommen, ist klar. Das heißt, wir müssen uns hier rüberschwingen. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Okay, weil wir müssen ja jetzt irgendwie... Können wir da... Mal kurz hier gucken. Ja doch, eigentlich können wir da hoch, oder? Ich versuche es mal. Weil ab der Stelle habe ich meinen Test schon abgebrochen. Ach komm, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, Lara. Lass dir ruhig Zeit. Ja, geht doch. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Wow. Okay. Da muss ich von hier aus springen. Das war wohl nicht so clever. Aber vielleicht ist das auch die Lösung. Vielleicht war das, was ich einfach nur genommen habe, vielleicht eine Art Alternativweg? Nein, war es nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt nicht hochklettern, das geht ja nicht. Das geht leider nicht. Ja, es war gar nicht verkehrt, dass ich den Kristall genommen habe. Das war wirklich kein Fehler. So gut ich mich auch angestellt habe bei diesem Let's Play als wie bei dem Test, muss ich schon zugeben, war das wirklich ein kleiner Fail. Ein paar Minuten habe ich noch. So wie ich ausgerechnet habe, so köpflich ausgerechnet habe, muss ich das jetzt machen. Ja, den Affen, den hatten wir ja schon. Das heißt, wir waren hier. Ich schaue mir das noch ganz kurz an. Die paar Minuten nutze ich noch.
Vielleicht war das doch gar nicht so verkehrt, da irgendwie drauf zu springen. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Also hier ganz normal schleichen, das ist ganz simpel. Das ist eigentlich zu simpel, muss ich zugeben. Und ab der Stelle sollten wir wieder, je nach Gefühl, darüber. Ja gut, was heißt Gefühl? So hoch, so weit ist das jetzt auch nicht. Was heißt, eigentlich ist das... Ich würde mal sagen, 70%, dass man runterfällt. Von der Stelle. Ah, Moment mal. Der eine ist nur für den Speicherkristall gedacht, aber es wäre schön, wenn wir den auch bekommen würden. Ja. Weil eventuell, oder können wir da irgendwas anderes machen? Hier können wir auf jeden Fall hoch, das ist klar. Klappt das so schon? Ja, das klappt. Lara, ich bin stolz auf dich. Machen wir den Affenschritt. Ja gut. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt den Kristall holen sollten oder nicht. Ah, das war jetzt doof. Ich glaube, das werden wir uns das nächste Mal aufsparen. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall für einen Daumen freuen. Lasst mal einen Kommentar und Feedback da und ich würde mal sagen, wir sehen uns, wenn ihr natürlich wollt, uns im nächsten Part von diesem tollen Spielchen wieder. Bis dahin erstmal, ciao Leute!